au parc André Citroën. Des flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les amants me regardent, entends tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais, rancard au parc André Citroën. Ja, hallo. Hi. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung. Frank. Hallo Mama, hallo Stefan, hallo Juli, hallo Jana. Ich möchte Harald grüßen. Okay. Ja, wie gesagt, unsere Sendung heißt Vorspiel, unser erstes Mal bei FS1. Wie kommen wir zu FS1? Wir wollen eine Sendung machen, haben an einem Workshop teilgenommen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften einen Beitrag machen und diese wollen wir heute euch zeigen. Ja, wie gesagt, wir waren drei Teams, wir haben drei Clips für euch vorbereitet. Kommen wir gleich zum ersten Clip, den haben Magda, Juse und Diet gemacht und er heißt Going Abroad und es geht um Stereotypen. Viel Spaß! Hi, ich bin die Magda. Hallo, ich heiße Eid. Hallo, ich bin Jose. Everything and nothing. Funny. Going abroad, meeting with new people. You can meet a lot of people, different nationalities, and I think you can learn a lot from all of them. Eigentlich täglich bedeutet es einfach nur nach Salzburg fahren zum Arbeiten. Irgendwie aber auch eine zweite Heimat und ganz viele schöne Jahre in Salzburg. Because of the sound of music. Wieso Salzburg? Ich wohne nur 15 Kilometer weit weg, sah naheliegend, einmal über die Salzach und schon ist mein Salzburg. Es war einfach praktisch fürs Studieren und fürs Arbeiten jetzt. Jetzt habe ich einen Job bei Akzente Salzburg. Ich bin in der Jugendinfo tätig und EFD-Koordinatorin und da hat es mich dann nach Salzburg verschlagen. I know lots of things about Austrian culture and German culture. And I really wanted to live some point in my life. I really wanted to live with them. So because of this, I looked for the opportunities, and the best one with far distance was Salzburg. Bester Moment in Salzburg. I have to think about it. Well, I've been here just 3 weeks, and yeah, I think best moments were until now meeting all the people that I know, and all the people that I know, all their EBS and also my colleagues. Best moments. It's just 3 or 4 days passed, and I don't have too much experience with Austrian people, but. Best moments. For now, I don't have any best moments. Meine Arbeit und der viel bessere Moment noch, dass ich meine Freundin Salzburg kennengelernt habe. Mm-hmm. Worst? Wenn ich nicht kennengelernt hätte. Things you will never understand about the culture here. Let me think about it a bit more. Well, I think I have no idea with Austrians for now. Weather, the weather. I will go with traffic. I'm coming from a city with it, which is really near from the sea. So we always have this warm weather. Winter is not cold if you compare it with Salzburg, Austria in general. Yes, we have rules too, but no one
and no one using that rules, and because of that, it's like living in a West America. I love sun. Denke ich dann über türkische Leute. Viele sehr liebe, gastfreundliche, offene und warmherzige Menschen. I think about huge families all together. And they having a lot of children. Immer Mama, Papa, Oma, Schwestern, Brüder, alle zusammen. Cooking really smelly food. Sehr leckeres Essen. Baklava und Dürüm und Kebab und all diese Sachen. Wahrscheinlich schmecken sie in der Türkei ganz anders wie hier. And I know that they have very long names. Names, I don't know why. Sehr offen, sehr extrovertiert, sehr mit dem Körper sprechend. They are really speaking too fast. Unglaublich cool zum Urlauben. Sometimes it's really hard to catch their things, but they are really warm people. Really strict people. I actually love their approaching to a situation, to a problem. Like really strict even with themselves. Like they respect every timetable, they respect other people, things around. They are approaching a problem directly. Yeah, not a smile. Like this. Merhaba, ben Yiğit. Ankara'dan geliyorum, Türkiye'den. Magdalena sayesinde buradaki, Salzburg'daki bir Avrupa Gönüllülük Projesi'nden kabul edildim. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Suse y he venido aquí a realizar un voluntariado europeo. Soy de España y me encanta comer jamón y olas sevillanas. Me paso todo el día cocinando paella y durmiendo la siesta. Hallo, ich bin die Magdalena und ich komme aus Bayern, aus Deutschland, wenn auch Bayern gerne ein eigenes Königreich sein dürfte. Meine Hobbys sind relativ weniger. Ich lese sehr gerne, ab und zu gehe ich spazieren. Wichtig ist auch mein Audi. Ansonsten denke ich, sollte man die Freizeit nicht versauen mit Dingen, die unwesentlich sind fürs Leben. Und heute bin ich mal anders gekleidet, aber eigentlich trage ich täglich mein Dirndl. Und in der Früh hole ich mir meine Breze vom Bäcker. Ja, das ist es eigentlich. Hallo, da sind wir wieder. Jetzt vereint mit den Sendungsmachern und Macherinnen und kommen wir gleich zur ersten Frage. Bevor wir zur ersten Frage kommen, wollte ich noch kurz unsere Kollegen vorstellen. Einmal haben wir die Chuse da, die Magda und den Yiğit. Und zur ersten Frage, why stereotypes? Well, we decided to do this because we are from different countries. So we thought that it could be interesting to explain the difference between us and also the stereotypes people have from every country or every culture. Okay. Ich möchte es nochmal kurz übersetzen. Also wir haben jetzt hier den Umstand, dass wir drei Leute aus drei verschiedenen Ländern, drei verschiedenen Kulturen haben. Und das ist dann irgendwo naheliegend, dass man dann gleich mal so gleich ein paar Ideen hat, ja, über das Land, wie die Leute so drauf sind da und was einem alles dazu einfällt. Und ja, deswegen war es naheliegend für euch, einfach Stereotypes und ins Ausland gehen als Thema zu wählen. Okay, and what was your intention or what was the idea behind this project? Wir wollten einfach so das ganze Thema ins Ausland gehen, mal ein bisschen von einer humorvolleren Seite zeigen, dass man nicht Angst haben braucht, in Ausland zu gehen, weil jeder so seine Vorstellungen im Kopf hat. Was könnte einen erwarten? Die sind meistens vollkommen überzogen, diese Stereotype. Und wir wollten einfach so die Realität mit den Stereotypen abgleichen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Okay. And the last question. What was good at the production and what goes well? Well, sometimes it's hard to speak different language. So because of that, it's a little bit hard to express yourself, and it comes some obligations. But being with Magdalena and Chuse was really awesome, and that was really funny. Yeah.
Cool. Dann vielen Dank für dieses kurze Interview. Und was kommt jetzt, Frank? Ja, dann freuen wir uns, glaube ich, jetzt euch vorstellen zu dürfen und ankündigen zu dürfen. Wir sind sehr gespannt. Es hat sich schon sehr seriös angehört. Und zwar euer Beitrag Schnitt und Shit stellen in Salzburg, wenn Tauben auf Menschen treffen. Wir sind sehr gespannt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute ein sehr ergreifendes Thema näher bringen. Es geht um die Taubensituation in Salzburg und möchte dazu ein paar Passanten befragen. Also ich komme jetzt von außerhalb aus Österreich. Ich habe jetzt am Land kein Problem mit Tauben. Wir haben jetzt nicht zu viel Tauben und auch nicht zu wenig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt Anrainer bin, dass ich ein Problem habe, wenn die Tauben jetzt natürlich immer bei mir am Balkon sitzen und natürlich das verunreinigen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das ein bisschen ein Problem ist. Ich weiß es nicht in Salzburg. Ich bin aus Wien und bin hier Touristin heute. Und ich weiß, nur in Wien leiden wir sehr unter der Taubenplage. Und ich erinnere mich einfach an die Bilder, dass Menschen sie in den Parks füttern und das noch vermehren. Und ich denke auch an das Kreisler-Lied, oder Bronner hat das gesungen, oder Kreisler, Tauben füttern im Park. Das ist ein sehr schönes Lied, wo über diese Mentalität gesprochen wird, dass man, wie man halt die Plage durchs Füttern vermehrt. Also ich nehme die Taubensituation als sehr belastend wahr. Und gerade die Stelle in der Nähe vom Platzl ist ganz schwierig. Ich kann Tauben überhaupt nicht leiden. Ich kann nicht atmen, wenn die in meiner Nähe sind. Und da vorne, da, ich wäre fast ohnmächtig. Nee, das klingt jetzt lustig für Nicht-Betroffene, aber wie sich's wirklich anfühlt, wenn man so Angst vor Tauben hat. Tauben an sich ist natürlich ein wunderschönes Tier. Gehört halt dazu. Es ist halt ein in Mitteleuropa ansässiges Tier. Allerdings gibt es halt immer wieder Taubenplage in Salzburg Stadt, vor allem im Bahnhofbereich oder im Stadtbereich, wo das große Sessel halt, mitten im Stadt steht. Ja. Da sitzen sie meistens auf der Leitung. Du meinst die Stelle am Platzl da vorne, da ja, bei der Staatsbrücke da, ja, wo es gefährlich wird, wo auch unten immer diese ganzen Flecken sind. Ja, diese Stelle meine ich. Und ist halt natürlich ein bisschen ein schmutziges Bild für den Tourismus. Ich meine, da gehen die Leute vorbei und immer wieder trifft es wahrscheinlich jemanden. Es gibt sicherlich dafür zuständige Leute, die sich mit Tauben auskennen. Und die muss man natürlich einschalten, dass sie diese Plage in den Griff kriegen. Nicht? Wir sprechen hier natürlich von einem Phänomen, das nicht erst seit gestern auftritt, sondern ein altbekanntes Phänomen, das europaweit auftritt. Wenn man sich die typische mitteleuropäische Stadt anschaut, ist das geradezu geprägt von Tauben, um nicht zu sagen von einer Taubenplage. Aus Sicht der Wissenschaft ist es natürlich wichtig, dass wir da auf die Datenlage verweisen und wir müssen ganz klar davor warnen, in keinen Aktionismus zu verfallen, denn es muss klar sein, der Appell an die Entscheidungsträger muss natürlich der sein, langfristige Konzepte vorzulegen, um einem friedlichen Miteinander und Zusammensein im gemeinsamen urbanen Lebensraum Vorsorge zu tragen, zu leisten, damit ein friedliches Miteinander und harmonisches Miteinander möglich ist. Ja, ich glaube, wir haben euch beide noch gar nicht vorgestellt. Wollt ihr euch kurz mal vorstellen? Ja, ich bin der Markus, bin 28 Jahre alt und studiere Krankenpflege und habe jetzt so ein neues Hobby entwickelt, was das Filmen angeht. Und ich bin der Frank und ich bin ein Mensch. wie wir gerade gesehen haben, ihr habt ein Video über Tauben gemacht. Wie kommt man drauf, ein Video über Tauben zu machen? Ja, also zunächst muss ich sagen, das war die Idee von Frank. Stimmt, ja. Dann eben die Frage an dich gerichtet. Stimmt, ja. Okay. Das weiß ich gar nicht. Also mir schwirren viele Gedanken so durch den Kopf, so Assoziationen, und dann entstehen einfach so Verknüpfungen. Und ich hatte dann einfach so den Titel im Kopf, die Schlagzeile, so Schnitt und Shitstellen. Naja, und da ist mir gleich diese Stelle da eben am Platzl bei der Staatsbrücke eingefallen.
Finde ich ziemlich cool, weil ich habe gedacht, es kommt irgendwie so vom Workshop her, also weil wir auch so über Schneiden gesprochen haben und das dann die Schnittstelle war. Ja, fantastisch, also ich habe mich da gekugelt. Also super Titel. Das ist auf jeden Fall ein Problem, das jeder kennt. Ich selber habe auch tierisch Angst vor Tauben, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ihr habt Straßeninterviews gemacht mit Personen. Wie ist euch dabei gegangen? Ja, das war nicht so einfach. Wir haben uns, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas da unten hingestellt. Und die meisten Leute machen halt einen Bogen um einen rum. Die, wenn die gleich irgendwo sehen, da ist eine Kamera aufgestellt. Mhm. Ja, oder sagen nein, sind abweisend. Ja, man muss sich auch trauen, die Leute anzusprechen. Das hast du voll gut gemacht. Und ja, ich war da ganz begeistert, dass auch Leute dann einverstanden waren, vor der Kamera zu sprechen. Und es ist ganz, ganz super geworden. Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Leuten, die mitgemacht haben. Habt ihr sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, die ihr jetzt im Nachhinein gern anders gemacht hättet? Ja, eigentlich sollte ja das Thema, wie es der Frank schon gesagt hat, sollte ja eigentlich um die Schnittstelle gehen. Und das Problem, das sich dann entwickelt hat im Rahmen der Interviews, war, dass wir viele Leute gehabt haben, die, was heißt viele, ein paar halt, die nicht aus Salzburg waren, die haben die Stelle dann nicht so gekannt. Und es ging dann irgendwie so generell ums Taubenproblem, was dann auch irgendwie ganz, ganz spannend war. Aber möglicherweise, dass man beim nächsten Mal so eher, weiß nicht, beim Thema bleibt, oder? Das ist ja schwierig, also dass man die Leute, wir haben eine bestimmte Idee im Kopf, die wir umsetzen wollen und dann ist es halt schwierig, man möchte den Leuten einen gewissen Freiraum lassen, damit es natürlich rüberkommt und ja, dann machen die halt so ein bisschen das draus, was sie gerade ihnen einfällt und wir müssen es halt im Nachhinein beim Schneiden, müssen es halt dann wieder irgendwie zusammenbasteln. Also ja. Ihr hättet ein bisschen mehr Zeit dann gebraucht. Genau. Ja, es also war alles ganz unter Zeitdruck sozusagen. Unser erstes Mal. Ja, also ich habe auch einen Beitrag machen dürfen, den ich auch selber anmoderieren darf. Ich habe mir zusammen mit der Judith, die leider heute nicht hier ist, einen Beitrag über Körpersprache gemacht und den seht ihr jetzt. Kommunikation gibt es überall auf der Welt. Doch wie setzt sich Kommunikation eigentlich wirklich zusammen? Nur 7% von dem, was wir sagen, ist wichtig für den Gegenüber, um uns zu verstehen. 38% produzieren wir dadurch, dass wir unsere Stimme verändern. Wenn wir wütend sind oder nervös sind, ist unsere Stimme zum Beispiel zittrig. 55% unserer Kommunikation besteht aus nonverbalen Kommunikationen. Das heißt, wie halte ich meine Hände, wie halte ich meinen Kopf, wie stehe ich dem Gegenüber. Das alles sind sehr viele visuelle Signale, die ich meinem Gegenüber gebe. Wie ihr wisst, ist Kommunikation alles. Wir wollen euch heute zeigen, wie wichtig nonverbale Kommunikation ist. Dafür haben wir die Judith, die wird uns einige Emotionen darstellen, die man nonverbal lesen kann. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch, egal aus welcher Kultur er ist, genau 7 Grundemotionen hat. Diese sind Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Überraschung und Traurigkeit. Mischformen, die bezeichnet man allerdings als kulturabhängig. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich, wenn ich verliebt bin oder nervös bin. Auch unsere Hände sagen sehr viel über das aus, was wir gerade denken und wie wir uns gerade fühlen. Weiter auf die Suche
Suche begeben und festgestellt, dass die Körperhaltung nicht ganz so unwichtig ist. Breites Feld. Wir hoffen trotzdem, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten, auf was ihr das nächste Mal achten könnt. So, we just watched Sabina's video and I think that was pretty impressive and interesting. But I would like to know, how did you find this idea? Ich werde jetzt auf Deutsch antworten. Und zwar habe ich das in der Uni als Kurs gehabt und habe eine Arbeit darüber geschrieben und habe dabei die Körpersprache von Italienern beobachtet. Und seit ich diesen Kurs gemacht habe, man wird irgendwann so paranoid, man beobachtet alle Menschen. Also wie haben sie gerade ihre Füße, wie haben sie ihre Hände, was könnte das bedeuten? Mhm. Und das ist ein Thema, das mich eigentlich immer weiter interessiert hat, vor allem auch wenn man Präsentationen hat, das ist sehr wichtig, auf seine Körperhaltung zu achten. Ja, und so sind wir auf die Idee gekommen, auch weil die Judith Schauspielerin eigentlich ist und dadurch diese Impressionen einbringen konnte. Cool. I will ask you in English. Do you think it's possible, like having a conversation without words, just with body language? Ich denke, es ist schon schwierig, nur mit Körpersprache zu kommunizieren, aber es untermalt natürlich sehr viel. Mir fällt als erstes zum Beispiel auch die Gebärdensprache ein, Sign Language. Da wird zum Beispiel sehr viel mit Emotionen und Gesichtsausdruck gearbeitet, damit ja der Gegenüber auch viel leichter versteht, was genau gesagt werden soll. Und da ist zum Beispiel Körpersprache sehr wichtig, und vor allem für den Gehörlosen. Aber ich denke, nur durch Körpersprache sich zu unterhalten, glaube ich, funktioniert nicht. Und was uns natürlich auch noch brennend interessiert, bei jeder Produktion passiert ja doch so das eine oder andere kleinere Malheur. Was waren denn so eure Hoppalas, die irgendwie unterlaufen sind, falls denn welche gegeben hat? Ja, es gab schon einige. Also wir hatten ein bisschen einen zeitlichen Druck, da die Judith nur einen begrenzten Zeitraum Zeit hatte. Und deswegen musste es relativ schnell gehen. Wir hatten ein bisschen mit dem Ton Probleme, irgendwas hat ganz gesurrt. Das war noch ein Problem. Und dann hatte ich zuerst ein Schnittprogramm, das sich nicht öffnen ließ. Da musste dann die Sarah, also die den Workshop auch geleitet haben, nochmal nachhelfen und mir dann einen neuen Laptop geben, damit ich mein Projekt weiterschneiden kann. Aber die Fehler bleiben sicher unvergesslich und das passiert dann so schnell nicht mehr. Bestimmt nicht mehr, nein, man kontrolliert dann immer wieder nach. Mit Ton, das ist immer so eine Sache, das glaube ich, funktioniert nie auf Anhieb. Ja, vielen Dank, liebe Sabina. Dann wären wir auch schon am Ende dieser Sendung. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen natürlich, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und ein herzliches Dankeschön auch an Kathi und Sarah für die Unterstützung bei der Produktion. Tschüss. Ciao.